alles wichtig. Die Kleinigkeit. Schau, jetzt ist die Frage, jetzt habe ich eingestartet, weil ich sage, das sind so wichtige Aussagen wieder gewesen, die angeblich vorher waren. Die waren nicht vorher, die waren bloß in dem Geist, der dieses Gespräch jetzt verfolgt hat. Wenn du jetzt am Computer sitzt und das einschaltest, beginnt es jetzt mit der Aufzeichnung. Aber da gibt es immer auch ein Vorher, das nicht zeitlich chronologisch vorher ist, sondern auf der Datei mit drauf ist. Ja. Wenn ich jetzt immer wieder sage, Zeit spielt keine Rolle. Das, was eine Rolle spielt, ist das Volumen, der Raum, er rollt um den Mittelpunkt. Und Zeit, müssen wir jetzt erst einmal wissen, wenn du die vier Wörter, die hebräischen Radix, Grundwörter für die Zeit nimmst, ist das erste ist et. Das heißt eine augenblickliche Erscheinung. Eine augenblickliche Erscheinung spielt keine Rolle, sondern die taucht auf und ist wieder weg. Ja, genau. Darum ist das Licht, das symbolische Licht, gequandelt. Es tritt nur in ganzzahligen Eier auf. Es ist natürlich schön, dass man hier dann noch sagt, das hat der Max Planck entdeckt. Wie willst du das entdecken? Ich bin immer wieder, das ist wie mit unseren ganzen, wie willst du Wassermoleküle entdecken? Ja. Wir tun uns jetzt einen Max Planck aus und wir bestimmen, dass wir sagen, den lassen wir das jetzt entdecken. Das heißt, wir sind schon da, bevor irgendein Max Planck da ist, den müssen wir uns erst ausdenken und dann lasse ich den das einfallen. Wenn du unbewusst bist, denkst du dir den aus und du meinst, du hast mit dem Max Planck nichts zu tun, der das in der Vergangenheit entdeckt hat. Da alles jetzt ist, ich denke mir ganz bewusst einen Max Planck aus und ich lasse ihn das einfallen. Nomen ist Omen, Max ist M8 vom Bruder, ist das Wunder. Der gequantelte Zeit. Jetzt haben wir wieder unser Qua. Qua. Es ist immer wieder auf ihn aufgespannte Erscheinung. Ja. War quer. Und da geht immer ein Vorher, das gehört immer dazu, weil die Sinuswelle, die wir haben, gehört untrennbar zusammen, weil wir die Zeit zusammenschieben in das Ewige jetzt. Ja, ja. Und darum ist sehr wohl, wenn ich sage, Zeit spielt keine Rolle, wenn du jetzt genau zuhörst, der aber Zeit, das ist chronologische Zeit. Ja, ja. Das ist eine chronologische Krankheit. Ja. Chronologisch. Ja, Bewusstsein denkt immer. Jetzt, jeden Moment, jetzt und holt es aus einer großen Kollektion von Möglichkeiten heraus. Und da musst du alles, in dieser Datei ist alles vorher geplant. Darum greife ich jetzt gezielt nochmal hier diese Szene vom letzten Selbstgespräch auf, wo wir diesen Kleinfeld einspielen, wo die ersten paar Minuten dieses Riesengequatsche im Hintergrund ist. Mhm. Immer dran denken, deine Filter bestimmen jetzt, was du aus den Worten machst. Wer du bist, bestimmt, wie du reagierst, habe ich gesehen, habe ich nicht gesehen. Hängt jetzt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst jetzt. Von was redet denn der eigentlich? Diese Art zu denken macht dein Programm. Mit einem anderen Programm, das heißt mit einem anderen Ich, mit einem anderen Ego, sagst du, habe ich mir schon angeschaut. Wo ich sage, die verstehen den Udo fast nicht. Wer soll den Udo verstehen? Der Einzige, der den Udo hört, ist der Geist, der du selbst bist. Aber was du hörst oder was du erlebst, hängt von ihm, von davon ab, wer du zu sein glaubst. Der macht die Wertungen, der macht die Filter. Und dann ist dieses Riesengequatsche im Hintergrund und jetzt kann man ganz bewusst chronologisch denken. Das sind Marionetten. Dass ich dann sage, das Lachen, den Udo versteht man nicht und dann kommt wieder das laute Lachen meiner Andrea. Die Andrea, die du dir ausdenkst, hängt jetzt wieder extrem davon ab. Glaubst du, lebst du das Andrea-Leben, dann wirst du die Worte ganz anders reagieren wie irgendein anderer, der mit dem Namen Andrea nichts anfangen kann. Ja. Dann haben wir wieder welche, die glauben, die Andrea zu kennen, wo ich ja immer wieder betone, das ist rein intellektueller Follow-Feeling bezogen ein absolutes Highlight. Aber die Theorie und die Praxis, da kommst du wieder in ein Dilemma, weil du bist wieder bestrebt, in irgendeiner Form dich verändern zu wollen. Wir wollen das Haar nicht verändern, den Intellekt, der da ist. Wir wollen den vervollkommnen. Das heißt, Follow-Feeling wird alles so gelassen, wie es ist, sondern wir bauen jetzt die Komplexität der tieferen Ordnung wieder auf. Ja. Dann wirst du feststellen, meine Beispiele sind alle im Voraus geplant, das meine ich aber nicht hierarchisch. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt dich erlebst, meinetwegen im Bleinfeld als Andrea, und du unterhältst dich mit wem, dann lachst du, ist dir aus dieser Perspektive überhaupt nicht bewusst, dass unmittelbar daneben eine Aufnahme gemacht wird, wo der Udo spricht, weil da existiert weder die Aufnahme noch der Udo für dich. Das ist in dem letzten Gespräch, auch in dem Selbstgespräch, wo ich sage, wenn man einen großen Tisch setzt und ich beobachte, welcher am anderen Ende des Tisches, für die existiere ich nicht, wenn die den Udo nicht im Fokus haben. Ja. Aber es ist ja alle Möglichkeiten gleichzeitig. Mhm.
Das übrigens technisch erklärbar. Ich wiederhole darum immer wieder, der Computer, die Metapher des Computers hat überhaupt nichts zu tun damit, dass da außen irgendeine Computer empfunden werden, sondern das Bewusstsein in einer gewissen Kollektivform, nicht auf die Einzelperson, außer du bist sehr intensiv mit Holofeeling dabei, dass zum Beispiel die Quantenbits, wenn du dir das anschaust, wie die angeblich funktionieren oder was der Aufbau ist, da kriegst du genau wieder die Möglichkeiten aus 4, wann 8, wann 16, wann 32 Bit, das geht dann schon los, aber da müsste ich jetzt ins Detail gehen, das wäre ein Video extra. Da wissen doch diese Schwätzer nichts davon, weil jeder, der sich mit Quantenbits auskennt, rezitiert irgendwelche Erkenntnisse von irgendwelchen gescheiten Leuten, die er sich selber ausdenkt. Mhm. Also der Max Planck, den du dir jetzt ausdenkst, als Ding an sich, als reiner Gedanke, weiß mit Sicherheit weniger über Quanten wie du, wenn du ihn dir ausdenkst. Weil Gedanke kann bloß das wissen, was du ihm zusprichst. Und jetzt machst du den Fehler, dass du meinst, der Gedanke Max Planck wüsste ja viel mehr wie ich. Immer dran denken, in dem Moment, wo du dir einen Gescheiten ausdenkst, taucht im selben Moment ein Dummer auf. Ja. Wo du dann zwangsläufig unbewusst dich zu den Unwissenden machst. Ja. Mit Holofeeling sage ich jetzt dir ganz, ganz definitiv, egal was irgendeine Figur in deinem Traum äußert, und wenn es bloß ein Zeitungsbericht ist, es kommt aus dir, es ist dein Wissen, das ich dir einspiele. Ja. Und jetzt ist es in der Chronologie die Situation in Bleinfeld, die wir uns jetzt ausdenken, ganz bewusst, die ja auch jetzt war, aber natürlich nur für welche, die jetzt das denken, die da dabei waren, das hängt wieder von dem Programm ab, von dem Leben, das du durchlebst. Du kannst ja damit überhaupt nichts zu tun haben, kannst du trotzdem die Metapher verstehen. Dass chronologisch gesehen dann die Aufnahme reingestellt wird, wo ihm dieses Riesengequatsche im Hintergrund ist. Das ist alles vorbereitet von mir. Das heißt, ich schmunzel mich, ihr lacht mir meinen kranken Arsch ab, wenn ich euch das erzählt, weil ihr gar nicht wisst, was auf euch zukommt. Das ist eine Art, das könnt ihr euch noch nicht vorstellen. Es ist ein riesenkomplexes Denken. Wenn ich immer sage, ein Wort ist ein 400-Seiten-Buch, das ist eine extreme Untertreibung. Weil da ein ganz, alles hängt mit allem zusammen. Und das ist das Schöne, jetzt muss ich nochmal damit anfangen, wenn wir Computerspiele nehmen, wo ich immer, aber jetzt wirklich in Kurzform, wo ich sage, wir haben verschiedene Dateiformate. Wenn ich jetzt eine DVD nehme, rein von der Laufzeit, bringe ich 2 Fußballspiele drauf. Mhm. Ungefähr. Mhm. 3 Stunden. Dann habe ich aber Einzelbilder, das Format sind Einzelbilder, tausende von Einzelbildern, die ich zwar im Raster, wenn ich sage, vor, zurückspülen, ist ja Blödsinn. Ich kann jetzt hier die in einer gewissen Reihenfolge verändern, wo ich die Bilder ablaufe. Normal laufen die ja durchnummeriert, Bild 1, Bild 2, Bild 3, aber ich kann jetzt da zurück vor oder vorspulen oder springen mit normalen DVD-Player. Ja. Mache ich jetzt hier FIFA 2020 rein, das ist ein Videospiel für Fußball. Und ich habe übrigens immer nur 2 Mannschaften, beziehungsweise 4 bei 2 Spielen. Das ist statisch auf Einzelbilder festgelegt. Sobald ich diese Videospiel-DVD reinlege und ich habe einen entsprechenden Rechner, habe ich dieselbe Datenmenge. Auf der DVD können nicht mehr Daten drauf sein. Und ich kann rein theoretisch unendlich viele Fußballspiele laufen lassen, die ich anschaue, die fast fotorealistisch normal aussehen. Kann aber wahlweise hier aus was nicht, wie viele Mannschaften, wie viele Mannschaften da drauf sind, kann jedes Spiel individuell die Mannschaften, sogar die Spieler bestimmen, die mitspielen in den Mannschaften, welche Spiele ich von dem Verein nicht aufstelle und kann jede einzelne Szene, das sind gefühlt, beim Anschauen sind es genauso zufällige unterschiedliche Fußballspiele. Es ist auf derselben Datenmenge unendlich viele Fußballspiele drauf, wie du dir Fußballspiele denkst, mit verschiedenen Mannschaften und verschiedenen Spielern. Kann ich aus dieser DVD heraus generieren, obwohl es dieselbe Datenmenge ist. Da muss ich, wenn ich neugierig werde, wie macht man das? Man weiß ja, wie man das macht, vorausgesetzt man weiß, wie Computerprogrammieren geht für solche Spiele. Das ist natürlich ein Komplex, den du dir in deinem einzelnen Leben gar nicht aneignen kannst, weil jetzt weißt du feststellen, das geht nur in deinem Bereich. Wenn ich immer sage, wenn sie gerne mit Computer auskennen, das sind Fachgebiete, Auszüge von Auszügen von Auszügen und der Rest ist nur ein sehr rudimentäres Wissen. Und wirst du genaueres wissen, musst du dann wieder zu Spezialisten gehen, die deine Details wissen. Naja. Habe ich so oft erklärt. Aber was jetzt noch krass ist, nicht nur, dass man da unendlich viele Fußballspiele mit verschiedenen Vereinen und Spielern haben, die man einstellen können. Zusätzlich kannst du nicht nur vor- und zurückspielen, wenn ein Spiel läuft, sondern du kannst es anhalten und kannst sogar die Perspektive, die Kameraposition verändern, von welcher Seite du dir das Spiel anschaust, von welchem Blickwinkel.
alles auf derselben Datenmenge. Wie funktioniert das? Und das große Geheimnis ist immer zuerst einmal diese Illusion aufzubauen, ist der Zufall. Es ist ein Konstrukt im Hintergrund, wo alles gleichzeitig drauf ist. Man benutzt immer gern die Metapher des Hologramms. Mhm. Ja. Jetzt müsst ihr genau aufpassen, dass ich mein Beispiel mit einem Hologramm, auf einer Hologrammplatte ist an jedem Punkt, wenn du dir eine kleine Zone aus einer Hologrammplatte raustust, meinetwegen, wir denken, unsere Hologrammplatte ist jetzt erst einmal ein quadratisches, flaches Feld. Und da ist eine dreidimensionale Information drauf. Man kann sogar eine vierdimensionale Information drauf machen, aber das wird jetzt zu weit führen. Weil die vierte Dimension sind ja nur dreidimensionale Einzelbilder. Die Zeit erkläre ich auch. Gibt es ja entsprechende Bücher da? Ja. Sehr rudimentär, immer populärwissenschaftlich. Wichtig ist jetzt, ich sage ganz einfach, wir haben eine Hologrammplatte und auf der Hologrammplatte war dreidimensional ein Gruppenfoto dargestellt. Ganz normal Hochzeitsfoto, irgendein Gruppenfoto. Und jetzt in einer einfachen Erklärung sage ich, wenn wir jetzt diese Hologrammplatte nehmen und wir schneiden einfach wie bei einer normalen zweidimensionalen Fotografie einen Kopf aus der Platte und nehmen dieses kleine Schnipsel und schauen das wieder an, ist plötzlich in den Kopf, wo früher der Kopf war, auf den Schnipsel ist wieder die ganze Gruppe drauf, bloß kleiner und unschärfer. Ja, so erkläre ich das. Das ist natürlich sehr fehlerbehaftet, weil du kannst aus der Hologrammplatte den Kopf gar nicht rausschneiden, weil jetzt da das Bild dreidimensional ist. Um beim Foto mit einem Gruppenbild den Kopf auszuschneiden, kann ich das machen. Auf einer Hologrammplatte befindet sich auf der Platte ja gar nichts. Das ist ja nur ein Interferenzmuster, weil die Gruppe ist ja dreidimensional hinter der Platte. Ja. Du wirst nicht feststellen, wenn du das beleuchtest und hingehen willst, das geht ja gar nicht. Du müsstest was hinter der Platte ausschneiden, den Kopf. Mhm. Weil auf der Platte selber siehst du den Kopf. Das ist ja nur ein Interferenzwellenmuster. Das Hologramm, das du siehst, diese Gruppe dreidimensional, die kann ja vor und hinter der Platte, das dehnt sich ja über die Platte aus. Das ist genau genommen, hast du hier, das hängt davon ab, wie das aufgenommen wird. Beim Hologramm ist das Bild nicht unbedingt hinter der Platte. Erinnert euch bei mir in Ellingen dieses Mikroskop? Ja, genau. Das hat ja aus dieser Platte herausgeschaut, es ist durch die Platte hindurchgegangen. Was man übrigens bei alten IMAX-Filmen im IMAX-Kino, wenn ein alter IMAX-Film ist, die neuen 3D-Filme sind meistens so, dass du eigentlich durch ein viereckiges Loch wie durch ein großes Schaufenster in eine dreidimensionale Welt hineinschaust, in den klassischen Kinos. Und da kommen natürlich manchmal Gegenstände raus, wenn die so in den Raum reinlangen. Das ist aber bloß manchmal ein Effekt. Im großen IMAX mit dem großen Bildschirm, der fast das ganze Gesichtsfeld abdeckt, sind spezielle in IMAX aufgenommene Filme, die es ja nicht mehr gibt. Ja. Die Firma ist ja Konkurs. Sind die Kinos noch da? Oder wenn jetzt, glaube ich, immer wieder wollen sie wieder neue projizieren? In den IMAX-Filmen ist der Aufbau des Bildes ganz anders. Da spielt sich das meiste vor der Leinwand ab. Und die Leinwand existiert gar nicht, die steht praktisch zwischen vorne und hinten. Kannst du dir das vorstellen, wenn ich einmal das von der Seite sehe? Normales Kino sind da die Zuschauer und da ist die dreidimensionale Welt durch dieses Loch, wo ich reinschaue und manchmal langt einer dann ein bisschen raus, dass dir was entgegenkommt. Am IMAX hast du ja diese riesengroße Leinwand und wenn du hier sitzt, spielt sich das dreidimensionale die Leinwand selber kriegst du gar nicht mit, die meisten Sachen spielen sich vor wir von der Bühne auf und dahinter. Die Wand selber kriegst du ja gar nicht mit, die Leinwand. Das ist IMAX, wird ganz anders aufgenommen. Also ist zwar 2D, aber das geht, weil das Gesichtsfeld so groß ist, wenn du sitzt. Wenn ich nur so ein Loch habe, wenn ich in einem normalen Kino sitze, muss ich zwangsläufig da in den Setzkasten reinschauen und kann dann mal ganz gezielt was rauskommen lassen. Wenn ich aber eine Leinwand habe, die mein ganzes Gesichtsfeld abdeckt, dann kann ich das auch davor stellen. Großflächig. Ja. Ich hoffe, mit an. Und jetzt ist der Witz, dass jetzt nochmal auf unser Gruppenfoto zu kommen, dass die Information, wo an jedem Punkt die ganze Information ist, das liegt auf diese Interferenzmittel, das ist unser Spiegel. Das ist der Rei, ich sage immer der Rei, vorm Spiegel, hinterm Spiegel, wenn du das hast. Es befindet sich alles in dem Rei, in dem Kopf des Schöpfergottes. Und da befindet sich an jeder Stelle die ganze Information, weil das, was wir uns jetzt als ein Spiegel denken, ist eigentlich der Punkt in der Kamera obscura. Okay. Und wenn ich immer mein kleines Eck mache, dieses innerhalb mit dem Spiegel außerhalb, dieses Dreieck mit den Lämpchen, wo ich dann immer sage, extern, intern und eltern, dieses Eltern, das ist El, ist Gott, ist nichts und dieses Nichts ist die Rei. Ja, genau. Eltern, genau. Gerni heißt drei.
Der, Genau. der ist die Reihe des Seinen Gottes. Die Schön. Spiegelwahrnehmung des Seinen Gottes. Und es verstreust um dich herum. Einfacher kann ich es momentan nicht ausdrücken. Es ist eine vollkommen neue Physik. Und jetzt werden die ausgedachten Sachen wie Planeten, Systeme oder Uhren, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, werden Sekunde, es sind Märchengeschichten. Es hängt vom Wissen ab, was du dir ausdenkst. Ob du auf einer Scheibe bist, auf einer Kugel, auf einer Hohlkugel, in einer Traumwelt, in einer Matrix, egal was, ändert ja oberflächlich überhaupt nichts. Das habe ich so oft gesagt. Ja. Es ändert sehr, sehr viel an deiner Zukunft. Ja. Erinnert euch mal ein kleines Biergartenbeispiel. Wir sitzen im Biergarten, wir reden, was weiß ich, über E-Bikes, über Gott und die Welt, symbolisch, trinken unser Bierchen und dann ist Bier in mir erweckt. Selbst da gibt es keine Zufälle. Muss dir eins klar sein, dass diese Informationen, die du jetzt hast, die wir dann um uns herum in Raum und Zeit verstreuen, gleich sind, was du für einen tiefen inneren Glauben hast. Ich mache immer das Beispiel, wir gehen einmal davon aus, da sitzen drei und die reden jetzt nicht über ihren tiefsten inneren Glauben. Der eine glaubt, er befindet sich als ein Säugetier, das in der Vergangenheit geboren wurde und er befindet sich auf einer Kugel. Der andere glaubt, er ist ein Säugetier, der in der Vergangenheit geboren wurde und er befindet sich auf einer Scheibe. Und der dritte weiß jetzt, dass er jetzt träumt. Das ist sein tiefer Glaube. Wir reden vom tiefen Glauben. Die Welt der Oberfläche, der Gedankenwelt verändert diese drei, alle drei Grundglauben ermöglichen die Welt der Gedankenwelt. Wenn wir jetzt hier meinetwegen über aktuelles Thema oder wie das Bier schmeckt reden, ist in allen drei Glaubensprogrammen ist es möglich, dass du das denkst. Was aber wegfällt, sobald wir in die Zukunft gehen, dass der jetzt im tiefsten Inneren glaubt, dass er jetzt träumt, überhaupt keine Zukunftsängste hat. Er hat nicht die Angst, dass er in der Vergangenheit stirbt, weil er als träumender Geist nochmal glaubt, dass er sterbliche Säugetier ist, sondern bloß die Rolle spielt. Was aber in einem normalen Gespräch ja gar nicht zur Sprache kommt, läuft das Programm normal weiter. Mhm. Wenn ich dich jetzt an einen Computer hinsetzen tue, wir schauen unser YouTube-Video an, weißt du nicht, ob da ein Linux-Betriebssystem arbeitet, ein Windows-Betriebssystem oder sonst ein hochwertiges Betriebssystem. Das heißt, diese Grundglauben sind in der Lage, diese oberflächlichen Nichtigkeiten aufzuwerfen. Mhm. Und genau deshalb sind jetzt Computer in deiner Welt auftaucht. Ja. Wie weit du dich mit Computer beschäftigst, als normaler Mensch, so gut wie überhaupt nicht. Mach nichts, du darfst noch so viele Bücher lesen, wo du das lernen musst. Darfst. Aber jetzt ist die nächste Frage, musst du überhaupt was lernen, was du schon weißt, oder musst du dich bloß wieder erinnern? Wieder erinnern, genau. Das ist das Schöne, das ist wie die Trinity. Meinst du, dass die Matrix, der Film, die Kleinigkeiten, die ich jetzt mich auf 1999 zurückdenke, das ist alles von langer, langer Hand, von ewiger Hand vorherbereitet? Die Trinity, Lord, mir das Zuschauerprogramm. Ja. Das erste, das Programmieren wieder abgenabelt wird, der Neo, wo er dann nach Zion kommt, wo er zuerst einmal neue Programme braucht, dann muss er kämpfen lernen, dann muss er das mit dem Morphs auf dem Dach. Mhm. Die Schwierigkeiten, die er hat am Anfang, weil noch Angst da ist, wo er das kämpfen lernt. Die Angst, das Festhalten, es könnte ja nicht stimmen, was der Udo erzählt. Ich sage, dann hör doch einfach zu, die einfachen Sätze, die ich dir sage, sind hundertprozentig sicher. Es ist wieder dieser Zweite, der so übermächtig ist. Genau. Ja. Es gibt keine anderen. Und wenn andere da sind, sind es die anderen, die du dir denkst, es sind die Kisten, wo du dir was reindenkst. Und du wirst merken, wenn ich jetzt massiv einen Namen sage, ob ich jetzt Holger oder Andrea sage, es sind für mich nur Charaktere in einem Traum, die ich symbolisch nehme, um dir was beizubringen. Wenn ich sage, der Tobias ist ein totaler Vollpfosten, selbst der kann doch gar nicht anders, wenn ich ihn mir so ausdenke. Ja, klar. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Aber wie sieht es aus, wenn der das Bewusstsein da wäre, dass da ich ganz bewusst die Rolle des Tobias stimme, rege ich mich dann auf, wenn in meinem Leben irgendein Pixelmännchen, ein Lautsprecher das behauptet? Das ist das Erste, was du zu lernen hast. Was meinst du, was ich mit dem Udo-Programm, wenn ich ein normales Programm hätte, für einen Hals kriegen müsste, was die Leute von mir alles erzählen, die ich mir jetzt natürlich ausdenke und die das nur erzählen, weil ich mir das ausdenke? Wenn dir das bewusst ist, ist dir das sowas von Bibifax. Ich denke mir jetzt das Beispiel, ich nehme immer als Dummy. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Dann beginnt Bewusstsein. Dann musst du dich nicht mehr rechtfertigen. Was ich sage jetzt immer dazu, nicht aus Rechtfertigung, ich sage das nicht, um den Udo zu rechtfertigen, sondern ich will dir ein Prinzip erklären. Bist du schon ich? Ja. Das ist der Test. Eben.
Test Udo. Da kommt auch hier mit der kleinen Ängster jetzt, dass ich immer wieder sage, du musst nur akzeptieren, dass wenn du dich jetzt maßlos über was aufregst, dass du dich in was verrannt hast und wenn es eine Liebesgeschichte ist. Es wird jetzt der Zeitpunkt kommen, wo das bei dir komplett gelöscht ist, weil du andere Probleme hast, die natürlich immer die aktuellen Probleme sind, die wichtigsten und die riesengrößten Probleme. Ja. Es bleibt ein Kind im Sandkasten. Immer dran denken, Sand ist Koll, ist das Weltliche. Du bist ein blärrendes Kind in einem Sandkasten, dem man die Sandschaufel weggenommen hat. Ja. Ja, genau. Wie sieht es ein Erwachsener? Also, dass das Kind leidet, sehe ich doch. Jetzt sind wir wieder dabei, kann man Leid sehen oder ist es die Interpretation eines Bildes? Ja, wenn hier die Tränen runterlaufen. Das Kind, das ganze, die ganze Physiognomie in der Physiognomielehre zeigt eindeutig, dass dieses Wesen leidet. Pustekuchen. Es ist eine Interpretation, es ist ein Programm. Das Schöne bei kindlichen Heulen ist, dass du bloß irgendwas anderes dem Kleinen hinhalten musst, was er noch nicht kennt, und sofort die Tränen, die dicken Pullen, und dann geht das Gesicht schon auf und er fängt zum Lachen an. Ja, ja. Der kann abschalten, verstehst du? Der kann loslassen von einer Sekunde. Und das verlierst du im Laufe der ersten Jahre deines Lebens vollkommen. Das macht der materialistische Glaube, die Religion, dieses unendliche Leid. Dieses Musterbeispiel jetzt einer ausgedachten Helene, wenn du das siehst, wenn jetzt irgendeiner meint, ja, wenn die so kalt ist oder was, dann kann die Toni nicht wirklich geliebt haben. Ich sage, Liebe hat doch überhaupt nichts mit Leiden zu tun. Ja. Liebe, die rote Liebe ist die absolute Freude über alles, was du erleben darfst. Ich kann das durchaus definieren als schlimm oder weniger schlimm, aber es ist schon wieder eine einprogrammierte Definition. Das ist wie niemand mal für schlimm und weniger schlimm, schön und hässlich. Ja, jetzt denk an meine Nacktmulkinnige. Ja, eben. Nacktmulk ist das schönste Wesen auf der ganzen Welt. Das ist relativ. Das macht alles dieses Programm. Und das, was du jetzt schon positiv siehst, bleibt positiv. Und das, was du negativ siehst, und das ist die Erweiterung, was du lernen, dass man das auch positiv sehen kann. Und den Preis, den du dafür zu bezahlen hast, ist, dass das, was vorher positiv war, plötzlich negativ wird. Das heißt, jede Vorstellung von richtig hat auch, zuerst einmal bei den zwei Seiten, eine Kehrseite. Das Perverse, das herumgedrehte Denken. Und dann wirst du geistig beweglich. Ja. Ein Genie sieht all das, was jeder normale, einseitig denkende Mensch sieht. Er kann aber dieselben Sachen auch anders sehen. Das, so definiere ich ein Genie. Das hat nichts mit Rechthaberei zu tun. Und dann, wenn die alternativen Fakten, oder ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache ist, per Wortdefinition, genau ursprünglich etymologisch gesehen, ist ein Faktum eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ein alternatives Faktum ist, dass ich zum selben Thema eine andere Tat, eine andere Logik, ein anderes Bild in mir aufschmeißen. Inwieweit ist eine Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, eine Tatsache? Sie ist dann eine Tatsache, wenn du dir das jetzt ausdenkst, dieses Denken dieser Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, das ist die Tat, die du tätigst. Das ist das Faktum. Aber nicht, dass diese Kugel da außen ist, wenn du nicht dran denkst und schon war, bevor du sie gedacht hast. Das ist geistloses Nachplappern eines Dogmas. Früher habe ich wieder gesagt, ich kann mir auch an Käsewürfel denken und sagen, du hast Erde. Du hättest die Freiheit dazu, warum magst du das nicht? Weil das ja so nicht ist. Wer bestimmt es? Ja. Mach dir bewusst, du bist der Richter über alles und jeden. Und genau genommen bist du das nicht du selbst, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, sondern das Programm, der Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du ein Leben hier und jetzt ausgedachtes, Trockennasen eben lang meine Meinung genannt hast. Es ist nicht da, du hast keine Meinung, du hast einen Schwamminhalt, um das chronologisch zu sagen. Deine ganzen Vorstellungen von richtig und verkehrt und Moral und schön oder hässlich ist ein reines, dogmatisches Nachplappern von anerzogenen, von dem vergesauchten Schwamm. Und das ist komplett austauschbar. Und jetzt legen wir zuerst einmal die Grundlagen, bis du dann so weit kommst. Dann willst du ein Videospiel, willst du die virtuelle Welt verändern, musst du das Programm verändern. Das heißt, da musst du als Geist jenseits dieser figürlichen, ausgedachten Welt sein. Was du ja sowieso immer bist. Was das bloß vergisst. Ja. Ja. Genau. Ja.
So, das lassen wir jetzt gut sein. Ja. Da machst du jetzt mal noch mal eigene Gedanken drüber.